Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory hier auf Steel Games Studio. Mein Name ist das Chaos und bei uns ist der Thompson. Servus. Und der Master Schröder. Moin schön. Na? Oh, da bauen sich Sachen zusammen oben. Die grünen Kacheln. Ja. So, ich habe jetzt meinen PC neu gestartet. Jetzt sollte es flüssiger gehen. Das ist super flüssig. Ja, ich merk's richtig, wie es läuft. Okay, also dummes Zeug haben wir schon mal genug wieder erzählt. Der hilft uns allen nicht weiter, aber mein Gott. Okay, ich bin gerade gestorben. Wieso Kiste. Bist du? Ich weiß es nicht, warum ich gestorben bin. Vielleicht hast du Uran in der Tasche. Nein, diesmal nicht. Ich bin mit der Hyperloop, wollte ich fliegen. Ja. Betonung auf Volte. Aber wo bin ich gestorben? Du hast doch den Symbolkiste, oder nicht? Ja, das... Was? Mitten auf der Plattform im Nichts? Wie bin ich dort gestorben? Vielleicht hat es sich dahin geschleudert. hast du ihm eigentlich schon verraten, wie er bei Freema jetzt heißt? Wer, ich? Wurde ich umbenannt? Na, bei mir wurdest du umbenannt, ja. Wo heißt er? Das Chaos, aka Kiste. Also so heißt jetzt generell meinem ganzen Handy, weil bei Freema kannst du halt, wenn du den Kontakt bearbeitest, den Kontaktnamen änderst. Das heißt, wenn du jetzt da anrufen würdest, würde da jetzt stehen, dass Kiste anruft. Okay, ich bin mitten auf der Hyperloop, liege ich tot herum. Also, was lungerst denn du da rum, Mann? Hast du nichts zu tun? Ich weiß es nicht. Er stirbt da einfach so weg da. Ich werd wahnsinnig, ey. Du hast ja aber auch nur mit Experten zu tun. Ja, die Frage ist, ob ich auf die Kiste rankomme, weil ich kein Jetpack und kein Anzug habe. Kannst du das, kannst du ja Rampen in die Nähe bauen oder so. Wo bist denn du? In der ungefähr Mitte der Hälfte. Damit, oder? Da kommt der Master Schröder schon. Hä? Achso, du, ja, ich bin quasi unter dir. Es hat nur so ausgeschaut, als würdest du springen. Nee, ich habe keinen Fallschirm. Passt, ich habe wieder alles. Ja? Ja. So. Wir sind, also ich will ja nichts sagen, ne? Aber wir sind wirklich Experten, ne? Ja, schon. Das ist hier, was war der Kommentar? Ich gucke euch 2 Minuten zu und kann vor eurer Professionalität schon wieder kaum noch lachen. Gucken so vor Lachen oder sowas. Ei. Manchmal ist es aber auch echt nicht leicht mit uns. Nein. Aber, ich habe das auch in einem anderen Let's Play schon gesagt, bei mir guckt man nicht zu, wenn man wissen will, wie es funktioniert, sondern eher, wie man es nicht macht. Also, die Fail-Compilation, die ist quasi... Das Let's Play. Ist quasi das die Let's Sache, Play. Die Sache, die man am besten vermeiden sollte. Ja, also Crusader Kings 3 kann ich nur empfehlen für solche Sachen. Ich habe da so viele Fehler reingebaut, um meine Dynastie sozusagen so zu schwächen, wie es nicht nur eins geht. Aber gut, naja, egal. Mittlerweile läuft's ja, ich habe 3 Grafschaften. Nett. Spoiler ich das jetzt so? Warte mal, wann kommt die Folge raus? Weiß ich nicht. Sind vielleicht nicht die gleichen Leute. Das ist echt gespoilert. Oh. Weil das, die kommt ja jetzt hier am Samstag raus, wenn ich richtig informiert bin. Und mein erfolgreicher Krieg kommt erst am Sonntag raus. Leute, ihr habt das nicht gehört. Das läuft auf dem gleichen Slot hier nicht. Upsala, hier fliegen noch da Betonsäcke durch die Luft. Das finde ich, haben sie eigentlich ganz gut animiert. Das ist, wenn da Baumaterial quasi zur Baustelle fliegt. Mhm. Eines der wenigen Sachen, die ich sehr gut finde in diesem Spiel. Ich finde viele Sachen gut. Manche Sachen finde ich einfach nur gräuslich. Wie, dass man das Terrain nicht editieren kann. Ja gut, das macht man ja jetzt, deswegen brauche ich ja hier Plattformen seit Monaten. Ich baue hier die neue Hyperloop-Strecke zur Basis. Hyper. Also die Hyperloop-Strecke geht dann aber oben dran lang, ne? Und dann machen wir dann einen Fallschacht nach unten. Ja.
Und den Fallschacht nach unten machen wir in der Nähe von dem Hub oder wir stellen das Hub einfach hier hoch. Dann ist auch scheißegal. Wenn? Es kommt ja jetzt dann am 29. Oktober kommt ja ein neues Spiel raus. Was welches denn? Jetzt? Der Tram Sim. Ach der? Ja. Ich dachte, da kommt Dings raus hier. Du bist der Einzige von uns gehypt, ist drauf. Was? Cyberpunk. Ich bin nicht auf Cyberpunk gehypt. Nee? Nein. Ich bin gehypt. Du bist gehypt auf Cyberpunk? Okay. Ja, dann machst du das halt. Irgendeiner von uns dreien war es jedenfalls, der auf Cyberpunk gehypt ist. Ich weiß es, dass ich es nicht war. Ich denke, es könnte ganz gut werden. Aber ich bin nie so gehypt, dass ich sage, dass ich dann enttäuscht bin, wenn irgendwas nicht passt. Ich habe immer das Problem, wenn ich so richtig hype bin auf ein Spiel, dann kaufe ich mir das schon vorher. Und dann bin ich meistens enttäuscht, wenn ich dann meinen Vorstellungen des Spiels nicht entspricht. Muss ich sagen, ist mir bei Hearts of Iron 4 so gegangen. Bei Mountain Blade Bannerlord ist es mir leider auch so gegangen. Hm. Und ich muss ehrlich sagen, ich muss das mal irgendwann nochmal spielen. Ne? Ich habe jetzt auch wieder die Frage gestellt gekriegt, so nach dem Motto, spiele ich nochmal ETS 2? Ich spiele ETS oder ATS spiele ich sogar, aber halt auf Cam, ne? Weil ich das, diese ganzen Unterbrechungen. Ich bin wieder runtergefallen. Ah, ich stehe links neben dir. Hallo. Wieso bin ich jetzt wieder runtergefallen? Naja, hallo. Schönen guten Tag. Opa. Wo kommt denn der. Hui. Er fragt sich, warum er. Achso. Natürlich habe ich am Fallschirm mit. Wollte ich nur ein bisschen schocken. Ja. Wo kommt denn die Dings denn gerade lang eigentlich überhaupt, wenn die 90 Grad Winkel laufen sollte? Die Hyperloop? Das muss ich mal abmessen. Weil dann würde ich nämlich sagen, dass du denn die Hyperloop hierher und den Fahrstuhl nach unten denn schon bauen kannst. Ich habe sie quasi schon angefangen zu bauen, gestehe. Irgendwo ist der Strom jetzt weg. Das war ich diesmal nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, wir sind jetzt wieder am Limit. Ah ja, da baut einer Fabriken für uns. Ah, da bis dahin hast du die Stehen schon gebaut. Okay, dann sehe ich das hier. So. Mit dann schalte ich da hier mal was ab. Du kannst ja dann unten die Hyperloop abreißen dann irgendwo, ne? Ja, ich wollte sie halt. Erst oben fertig bauen. Ja. Ja, ich muss jetzt sowieso gleich nochmal runter, da muss ich ein bisschen. Irgendwie schmiert die ganze Zeit das Stromnetz ab. Ja, ich hab's probiert, ich hab zwei Sachen ausgeschaltet. Aber wir sind anscheinend so knapp, vor allem die Lastspitze, die dann entsteht, ist bei 1080 Megawattstunden und wir sind bei 1050 Kapazität. Okay. Haben wir noch Biomasse in den Biomassereaktoren? Ich glaub schon, dann werfe ich das da kurz rein. Wir haben auch 4 Biomassereaktoren beim Kohlekraftwerk hinten. Ja, wir haben eh auch noch drüben Kapazität, ich muss da noch Materialien holen. Dann ja, kann bevor ich jetzt die Hyperloop ausbaue, baue ich das Kohlekraftwerk aus. Ist da noch... Ich hab da doch jetzt... Da dann scheint zu wenig Leistung dran. Ja. Wie viel bringst du da, ne? 40. Ich dachte 40. 40 oder so? Kann ich eigentlich mit dem Jetpack einen Sturz abfedern, wenn ich runterfliege? Müsste da nicht gehen, oder? Ja. Ah, die Maschinen arbeiten wieder. Ja, ganz genau. Ich kann wieder in den Loop. Loop, 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 loop. Ja. Loop, die Loop. Lupo. Gab mal einen Lupo-Cup. Ich muss sagen, ich habe das Jetpack standardmäßig nicht an, sondern eher den das Exoskelett. Ja. Ja, das habe ich standardmäßig jetzt auch an. Ich finde das besser als das Jetpack. Ja, vor allem, wenn man halt weitere Distanzen gehen muss. Ja, weil man es auch beschleunigt, immer beim Gehen und kann höher jumpen und verbraucht nichts. Nee, mir ging es jetzt nur, dass ich dann halt eben vor dem Sturz mir das Jetpack anziehe. Also bevor ich hier runterstürze gleich. Ich weiß gar nicht, wo ich hier ankomme. Aber ich könnte mich in der Nähe von dem Dings runterwerfen.
Unterwerfen klingt nicht so gut, muss ich sagen. Nee, warum nicht? Klingt so nach Tod. Ja, das werden wir jetzt gleich sehen, ob es hier einen Tod gibt oder nicht. So, ich stehe ja voll und ganz auf den... Ich mag ja Höhe, ne? Habe ich schon mal gesagt, dass ich Höhe mag? Oh Mann. Nicht so, dass ich Höhenangst habe. Naja, gut, okay. Jo, ohne Diplom. Das geht. Den richtigen Strom hast du erwischt. Butterweiche Landung. Also das geht wirklich mit dem Jetpack. Mhm. Und ist der Strom schon wieder alle? Ja, ich hab gedacht, das Kabel ist verbunden, aber es war nicht verbunden. Er hat gedacht. Naja, so fangen die meisten Sätze an, die zum Irrtum führen. Die Grafik vom Stromverbrauch ist immer lustig dann. Ich glaube, der Thompson findet das gar nicht so lustig, was du da machst mit ihm. Ich habe heute, darf ich ganz kurz noch was erzählen? Ja. Ich habe heute mit Dori übrigens geschrieben, ob sie nicht Bock hätte, mit aufzunehmen, ne? Mhm. Dori kennt er ja. So. Und aber hat sie auch Satisfactory? Nee, hat sie nicht. Aber das ist ja nur die kleinste Hürde. Aber davon mal ab und ach nee, weiß nicht und hin und her und so. Dann habe ich gesagt, nee, du könntest dich die ganze Zeit hinstellen und könntest irgendwo immer den Thompson den Strom klauen und ihn damit ärgern. Ist eine Überlegung wert. Ich habe nicht gedacht, dass du das heute übernimmst, Chaos. Ja, hier oben ist ein bisschen ein Kabelchaos. Kabelchaos. Ja. Chaos. Wie kann ich eigentlich nochmal so größere Flächen bauen mit dem Foundations? Wie größere Flächen bauen mit den Foundations? Ja, du hast du nicht so mehrere hintereinander gebaut? So eine Linie? Hä? Oder hast du alle Foundations einzeln gebaut? Ich setze die alle einzeln. Ah, okay. Ja, weil was meinst du, dass das so eine Sisyphus-Arbeit ist? Bei mir hat es so ausgeschaut, als würdest du die auf einmal setzen. Ja, ich klicke halt schnell, ne? Klickerfinger. Ja. Ja, irgendwas wollte ich noch mit euch bequatschen heute. Warte mal, Weintrauben, haben wir nicht drüber geredet, ne? Wir essen in letzter Zeit sehr viele Weintrauben, ich weiß nicht, ob das gesund ist. Und ob das gut ist. Also ich versuche ja meinem Körper ein bisschen was. Der Körper ist ja mein Tempel und so, ne? Und jetzt ist der Tempel gerade groß genug. Da könnte man ganze Glocken drin aufhängen. Und das möchte ich ein bisschen reduzieren. Oh, das klingt auch falsch, ne? Glocken aufhängen, Körper. Na egal. Okay. Wir haben ja nicht über den Klöppel geredet. So. Jetzt doch. Was denn? Ist dir das gerade zu versaut? Nein. Na, ich würde Thema wechseln. Ja, egal. Aber auf jeden Fall möchte ich quasi meinem Körper was Gutes tun. Und dachte ich mir so, Mensch, Obst essen ist ja eigentlich dem Körper was Gutes tun. Jetzt habe ich aber auch durchaus mit rausgefunden, dass viel Obst essen auch gar nicht so gesund ist, weil du dann sehr viel Fruchtzucker zu dir nimmst und damit sozusagen den Tempel auch noch wieder ein bisschen erweitern könntest. Man muss nicht, aber es könnte sein, dass sowas passiert. Und das wäre natürlich dann weniger faszinierend, muss ich sagen. Genau wegen. Und das soll nur die Transportebene werden, wo wir jetzt da drauf sind. Oh, Alter. Da müssen wir die Produktionsebene mit mir auch noch dazu bauen. Wie, übrigens, wegen dem Spiel, was rauskommt, wollte ich sagen, ich glaube, das werde ich Let's Playen. Ach, das du ist ja, machst das, ja? Ja, gut. Das ist ja durch Wien. Und es soll bald auch ein Multiplayer nachgeliefert werden dann. Für den Tram-Simulator, dann kann ich mitfahren bei dir oder fahre ich eine andere Tram? Genau, also du kannst eine eigene Tram fahren oder mitfahren. Okay. Kann ich dann als pöbelnder Fahrgast Nummer 6 zählen? Ja, dann schmeiß ich dich wenn raus. Wenn du keine Maske trägst. Aber, ja. Es war, ich fand's auch lustig, ich bin dort im Discord, um halt die News zu erfahren und so weiter. Ja. Und es sind halt wieder Leute dort, die so... Letztens wurde über einen Weichenabstand diskutiert, dass der nicht korrekt ist. Dieser Simulator ist sehr genau, aber
Hast du mal bei den Leuten direkt angefragt, also wenn du jetzt da drinnen bist, ob du das eventuell zeigen kannst, vielleicht vorab? Nein, hab ich noch nicht. Kannst ja meinen Kanal durchaus, oder unseren Kanal, ja, ja, im Groben und Ganzen als Referenz angeben. Ja, ich war, also ein anderer Let's Player, wo auch damals das Spiel enthüllt wurde, Nordrhein-TV oder so, ja, heißt der. Ja. Der hat sie jetzt schon gespielt, also eine Vorab-Version. Ansgar. Ich weiß nicht, wie er selber heißt. Ja, er heißt Ansgar. Okay. Ja. Eigentlich, sagen wir mal, der größte Simulatorenkanal im deutschsprachigen Bereich, glaube ich, im Dachbereich. Ja. Also Gardarol hat er abgelöst. Also er war ja vorher war Gardarol so der größte Kanal, aber jetzt, ja, okay, jetzt wird es schwierig, aber ich finde, Gardarol ist so viel Mimi. Der jault immer nur rum, über dass sein Kanal kaputt geht, sonst irgendwas dergleichen und, naja, das gut. Das interessiert halt die Leute nicht. Unterbrochen. Was? Nimmt das Kohleförderband unterbrochen? Nein. Ich glaube, das war letztes Mal. Doch, habe ich, ja. Kohle wird momentan nicht zur Base gefördert. Ja. Da dachte ich ja nicht, dass die Pufferkisten groß genug sind, die da unten rumstehen. Na, da steht eine Kiste. Ist die schon leer? Ja, schon längst. Was heißt längst? Also schon richtig lange? Ja, und das ganze Förderband ist auch schon leer. Na gut, das ist wieder in die Kiste reingelaufen. Ja. Dann repariere ich das mal. Naja, reparieren ist dann gar nicht so einfach. Aber kannst du dir das mal angucken? Die Leute interessiert das halt nicht. Ja, was heißt, die Leute interessiert das nicht? Nee, ich fand das immer ein bisschen. Wenn wer Mimimi macht, das interessiert halt die Leute eigentlich nicht. Ja, nee, das ist auch die Art und Weise, wie er das rüberbringt. Also, er hat so eine leicht arrogante Art an sich. Finde ich persönlich. Muss man vielleicht auch haben in dem Bereich. Klar, logisch, man muss arrogant auftreten, weil man. Oder man wird arrogant, weil man das halt nicht jedem recht machen kann. Und dann habe ich bei mir auch gemerkt, dann handelt man sich so eine Arroganz an. Oder beziehungsweise wirkt auf die anderen arrogant, weil man dann aber einfach so seinen Standpunkt vehement vertritt und sagt, wie zum Beispiel auch, ich habe die Anfrage, die habe ich nicht beantwortet. Oder ich, manche Sachen beantworte ich einfach nicht. Dann, und das ist, kann mir auch als Arroganz ausgelegt werden. Wie zum Beispiel, ob ich Gilde mal im Multiplayer spielen möchte mit anderen oder so. Ja, gerne, aber nein, nicht so. Ne? Also nicht auf Basisabonnent YouTube, sondern mit einem Kumpel zusammen oder so. Ja, kein weil Problem. Das Problem ist, es fühlen sich dann immer Leute sonst falsch behandelt. Ich möchte alle gleich behandeln und deswegen sage ich halt zu allen gleichmäßig nein. Punkt. So. Genau. Da muss ich mich schwer dran gewöhnen. Also ich sag mal, ich habe da durchaus auch an zwei, drei Stellen schon aufgeweicht gehabt mal. Ach, fuck. Wir hatten ja mal durchaus bei bestimmten Let's Plays, beziehungsweise bei World of Tanks hat mir jemand anders dabei, bei WoWS hat mir jemand anders schon mit dabei. Aber da war es ja auch, ne? Kommen und gehen ist halt so, ne? Also der Kern, also wir werden ja wahrscheinlich so zusammenbleiben, weiterhin. Mhm. Aber. Ja. Das ist halt das Wichtige, dass denn das zwischen uns muss es funktionieren, dass wir uns nicht gegenseitig auf den Sack gehen und da bin ich ja nicht ganz froh. Ich meine, das tun wir eh, aber. Weißt du, wie ich meine? Also, dass wir uns so mal ein bisschen dumm tun gegenseitig, ja, okay, oder dass wir uns auch mal vielleicht eventuell auch mal irgendwann auch Dinge an den Kopf werfen, die vielleicht da nicht hingehören, das kann auch mal passieren, aber jeder weiß, wie jeder andere zu nehmen ist und das ist das Gute. Weil das hast du denn, wenn du jetzt wirklich jemanden komplett Fremden dir dazu holst? Meist nicht. Na, da weißt du es halt nicht, ja. Wie das ankommt, weil Kommunikation ist ja sozusagen ein Zwei-Wege-Problem, nämlich einmal der Weg von wie initiiere ich die Kommunikation und zweitens, wie versteht der andere die Kommunikation. Ne? Mhm. Dann ist ja nicht so, dass immer genau das da beim Gegner oder gegenüber, beim Gegner sag ich schon, beim Gegenüber ankommt, was du jetzt gerade sagen willst. Ne? Wenn ich zu Thompson sage, bau ordentlich, das kommt ja nie an. Funktioniert ja einfach nicht. Da ist die Kommunikation so gestört, das ist so ein Hintergrundrauschen bei ihm. Dann denkt er so, hä? Hat er was? Weißt du? War da was? Okay, gut. Ich mach mal weiter. 300 Kubik, das heißt, ich kann von den Kraftwerken so
kann ich. Die Pumpen sechs, ist das Problem, ne? Ja, genau. 600 Bl. Also, dann kann ich 6 Kraftwerke bauen, weil 1 braucht 5. Sind die Reinforced Iron Blades aus? Hast aber auch immer Probleme, ne? Ja, immer geht was leer. Hast du da oben gerade was gebaut? Was? Thompson? Ja, ich versuche hier hochzukommen, nur diese Leiter, da ist drüber eine Plattform. Ich komme da nicht hoch. Nee, du musst mit dem Förderdingsbums fliegen. Aber ja, jetzt bin ich schon da. Da ist oben drüber eine Plattform. Ich baue hier alles zu, das weißt du doch. Ja, oder kannst du den Lift einfach oder die Kohle wieder anschließen? Das wolltest du doch jetzt machen. Ja. Ja. Dann mache ich hier die Rampe. Dass ich hochkomme. Ja. Ja, ich baue da gerade oben die Kohle neu. Also die. Aber von den Biomassebrennern arbeiten nur 3, ne? Ja, ich habe nicht alle angeschlossen, weil es derzeit reicht. Okay. Kommt hier die Kohle. Ich würde das einfach. Wie sieht's aus mit der Folgenlänge? Ach, ja, genau, erreicht gerade. Ah. Du hast ein Gespür dafür. Ich habe irgendwas im Urin. Ja. Na gut, das war's mit einer Folge Satisfactory hier auf Steel Game Studio. Mein Name war das Chaos, oder ist es noch immer? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Oder mein Name war das Chaos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei uns war Thompson und Master Schröder. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.